Ja, willkommen bei Imposant. Ich bin der Andi und heute spielen wir Wings of Fury. Dieses Spiel war bis 2017 noch auf dem Index. Mittlerweile darf man es wieder öffentlich zeigen. Erschienen ist es 1988 auf PC und Apple und später dann noch auf C64, Atari, Amiga und CPC. Wir spielen das heute mal auf dem Amiga-Emulator in UAE mit dem Trainer, das heißt unendlich Leben und unendlich Munition, weil sonst kann das Sack schwer werden. Und da wir ein Feigling sind, nehmen wir auch einfach mal den niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Und dann schauen wir doch mal, ob wir die Inseln und Schiffe ein wenig aufräumen können. Das Spiel galt damals als relativ schwer, vor allem das Landen auf dem Flugzeugträger. Und ja, das Starten auch ein bisschen, aber das geht noch. So, da Emulator haben wir trotzdem Ladezeiten, also Kaffee. Ach, da sind wir schon. So, wenn ich mich recht entsinne, war das erste Level nur eine Insel. Und da sollten uns Bomben reichen. So, schauen wir mal. Und links war die, glaube ich. Oh, komm, komm, komm. No. Das war das mit dem Starten. Steuerung ist relativ träge. Eigentlich hat man drei Flugzeuge. Und halt entsprechend ein Maschinengewehr und kann sich die Waffen auswählen, ob man nur Bomben möchte, Raketen oder Torpedos. Wir nehmen mal Bomben und gucken erstmal, was da abgeht. So. Versuchen wir nochmal zu starten, vielleicht klappt es ja diesmal. Ah, sehr gut. Ab einer bestimmten Höhe wechselt die Ansicht. So. Indiziert wurde es damals, weil auf den Inseln sich Stellungen befinden. Und wenn man die bombardiert, so wie wir das jetzt mal machen, mit der Flakstellung hier vorn, kommen da kleine Manneken rausgerannt. Und diese kleinen Manneken, kann man hier in der Mitte sind nur noch hitten, wie man sieht. Geht die Bombenanzahl nicht runter. Mann, hört sich schon. Die Jungs rennen quasi in die nächste Stellung und versuchen die wieder zu besetzen. Das heißt, selbst wenn man die Flakstellung einmal leer gebombt hat, sind beim nächsten Mal vielleicht wieder welche drin, so wie die Jungs, die da hinten laufen. Theoretisch müsste man halt nach 30 Bomben dann zurückfliegen zum Flugzeugträger und nachladen. Jetzt ist die Stellung wieder besetzt. Dauert das einen Moment und dann schießen die Jungs auch wieder. So, dann kommen wir runter. Natürlich war die Stellung immer dazwischen. Hier hinfliegen. Sehen wir schon. Die Flakstellung schießt wieder. Den Kollegen packen wir uns noch. Alter, der Glücksjunge. Drück da Feuertaste. Jetzt kann man die Jungs auch. Relativ schwierig ist, die Steuerung ist extremst träge. Aber wir versuchen das doch mal hier. Ohne Trainer bist du quasi nur am Nachladen, vor allem wenn man so schlecht zielt wie ich. Ist auch, wenn man zu lang von seinem eigenen Flugzeugträger weg ist, wo man gestartet ist, kommen
feindliche Jäger und versuchen den zu versenken mit Torpedos. Und wenn er versenkt ist, ist quasi das Spiel vorbei. Entweder wenn es versenkt wurde oder man keine Flugzeuge mehr hat. Oh, gib es nicht. Irgendwann sollten ihnen noch die Manneken ausgehen. Läuft immer noch einer. Schießen, aber meistens sieht man ihn gar nicht. Links hat man eine Öldruckanzeige. Wenn man getroffen wird, kann der Öldruck sinken. Dann sollte man zurück oder wenn einem der Sprit ausgeht, so wie mir gleich. Enemy forces on island have been destroyed. Sehr schön. Das ist die Meldung, dass wir das Level geschafft haben. So, landen kann man nur von einer Seite. Ist natürlich die andere. Oh. Zu hoch. So, Sprit blinkt schon. Das ist ein gutes Zeichen. Komm. Ah, kann durchstarten. Knapp verfehlt. Auf dem Deck hat man vielleicht diese Haken gesehen. 4 Stück sind es, glaube ich. Die muss man quasi... Dieser rote Pfeil bedeutet, da kommt jemand, der uns versenken möchte. Oder unser Schiff. Mannequin zeigt an, was wir machen sollen. Das war der Torpedo vom Feind. So, und das war dann mein Level Nummer 1.